Hi Leute, ich habe viel programmiert, um ein Hoverboard, um so eins nachzubauen. Das ist ja das Original hier. Und das hier ist das, als ein Hoverboard, das nicht funktioniert, das einen anderen Chip hat. Also so eins. Aber das funktioniert nicht, es ist nicht kompatibel mit dem. Jetzt habe ich einen kleinen Trick geschrieben, wollte es nachbauen. Dachte mir, es ist so einfach, aber es ist nicht so einfach. Auf den ersten Blick scheint es einfach zu sein. Ich habe die Datenübertragung gelöst. Ich kann die Lichtschranke auslösen. Ups, genau, es fährt auch gleich los. Ich kann mit der Neigung den Motor nach rechts und nach links steuern. Man merkt es, wenn ich jetzt nach hier neige, geht auch Geschwindigkeit oder andere Richtung. Ups, aber wenn ich schlagartig bewege, wird die auch schlagartig daher gebremst. Soweit okay. Aber das Problem an der Sache ist, das Ganze wackelt dann. Ups, ja. Und es ist reagiert auch ziemlich heftig. Aber das Original auch ziemlich heftig reagiert. Ich kann mal den Original anstecken. Mal den Original anstecken. Den mal umdrehen. Kabel kürzer. Ist der Original. Aber der Original ist einmal weicher. Hier. Ja, ich muss so weit gehen. Und da. Weiter. Ich muss in eine Richtung weiter gehen, in die andere gehen, oder? Und da kommt mir das nur so vor. Es kann sein, dass mir das nicht so vorkommt. Aber der Originalcontroller, der reißt ihn auch ganz schön hin und her. Aber der bremst ein bisschen weicher ab und so. Nach Neigung. Da ist ein lokaler Rhythmus noch drin. Und ich weiß nicht welcher. Und der, den ich jetzt programmiert habe, den ich jetzt hinbekommen habe, stecke ich die mal wieder an, richtig gepolt anstecken. Das ist der, den ich programmiert habe. Auf den ersten Blick merkt man, er zieht ziemlich krass an. Also er funktioniert schon. Aber Lichtschranken funktionieren auch, ist klar. Aber besonders hier am Anfang zieht er ein bisschen stark an. Die zweite Lichtschranke geht natürlich auch. Ja, der reagiert etwas anders. Und wie kriege ich das hin, dass er richtig reagiert? Wenn ich das jetzt in das Board einbaue, dann wird es wackeln. Und das kann ich auch mal zeigen. Jetzt habe ich das Board mal eingebaut und man erkennt schon das Problem. Eine Seite, wenn ich drücke, die kann ich hin und her bewegen. Ups. Aber nur minimalst. Zack, zack. Minimalst hin und her. Aber die Seite, wenn ich drücke, ups, wenn ich da nach unten komme, dann haut die mir gleich ab. Dann vibriert die gleich. Und das ist das Problem. Ich krieg die nicht. Das heißt, wenn ich mit dem Fuß drauf steige, die vibriert nur. Aber die Seite, da drücke ich drauf, kann zurück vorfahren, zurückfahren. Ich habe hier wie ein kleines Spiel und weiter geht's nicht. Und da muss ein Logarithmus drin sein. Wenn ich nach unten drücke hier, das den hinterzieht und vorzieht. Und ich glaube, dass da vielleicht auch der Geschwindigkeitssensor noch eine Rolle spielt. Also was für ein Logarithmus ist drin? Ich habe die Gyro-Werte. Ich habe hab hier nur anhand von der Gyro-Position geregelt. So geht es schon. Aber sobald ich dann rauskomme, wenn ich in der Mitte stehe, ohne Antriebsleistung geht's. Aber dann zieht der gleich so extrem an hier, dass es sich aufschwingt
Und genau das darf sich nicht aufschwingen. Wenn ich das da viel, viel weniger mache, dann kann ich sogar leicht hin und her fahren. Allerdings dann bin ich in so eine Schräge und der fährt gerade mal langsam los. Also das kann auch nicht sein. Also es muss irgendwas exponentiell geregelt werden da. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie man das macht. Ich schätze mal so ähnlich, wie man auch einen Helikopter stabil in Luft hält oder so. Da braucht man dann komplizierteren Code und da bin ich auf der Suche. Bin auf der Suche, was für ein Programm haben wir denn original in dem Chip da drin? Weil es kann ja auch nicht die Welt sein, was sie da drin haben. Und das ist mein Aufbau hier, ein 16F628A, der den Gyrochip mit I2C abfragt und der dann zur Hauptplatine, genau über das Kabel dann zum Hauptboard die Informationen, die Daten sendet. Ups, und so geht's nicht. Klar, was auf dem Kopf steht. Aber das heißt, wenn ich es wieder umdrehe, naja, es vibriert. Es vibriert sich auf. Und genau das ist das Blöde. Und da muss ich noch dran arbeiten. Also es schaut schon sehr gut aus. Allein, dass er die Lichtschranke erkennt, dass die Kommunikation klappt, ist schon mal super. Das war ein Haufen Arbeit, bis die Kommunikation klappte. Da habe ich dazu noch was und so. Was ich da alles gemacht habe, bis ich dann rausgefunden habe, wie die Bits und Bytes gesendet werden, wie das kodiert ist und. Und das dann nachbauen konnte in den Bit. Das war auch ganz schön krass. Auch das, was ich rumgerechnet hatte, wo ich mich zuerst verrechnet hatte und so. Ja, eigentlich sind es 38 Takte pro Bit dann, wenn ich von 1 MHz ausgehe. Also, vielleicht kann mir jemand helfen, vielleicht weiß jemand, was für ein Code in so einen Gyrochip drin ist. Vielleicht hat jemand irgendeinen Source Code oder irgendwas, was mir weiterhelfen kann, wie ich das Regelverhalten hinbekomme. Ansonsten muss ich ausprobieren. Und zwar das Regelverhalten, dass ich nicht gleich Vibration habe. Wobei, das kann die auch, das kann die auch teilweise. Aber der fängt es super auf. Zumindest wenn ich so festhalte. Nur wenn ich so drauf gehe, hier an zu vibrieren. Aber die hat es weit abgeschwächt hier. Und wirklich eine feste Grenze. Das ist wie wenn ich das nach unten gehe. Ich kann die Neigung hier nicht mehr vergrößern. Wenn ich die Neigung minimal vergrößere, dann kriegt er gleich sowas von Kraft. Aber hier gar keine Kraft. Das heißt, es muss irgendein Logarithmus sein, da wo ich hier in der Mitte hin und her wackeln kann. Hier hin und her wackeln kann ohne Kraft und hier geht die Kraft dann gleich voll los und da auch, da geht sie voll los und da, sowohl da als auch da. Je mehr Kraft ich da aufwende, je mehr Kraft nach unten, desto mehr drückt es dagegen. Ja, genau, okay. Und das ist wahrscheinlich immer da und drauf bleibt, je mehr Kraft ich da aufwende oder je weiter ich es runterdrücke. Ich kann schon minimal runterdrücken, das sieht man. Aber ich habe dann gleich extrem, obwohl ich dann minimal die Neigung nur mache, extrem viel mehr Kraft. Allerdings hier in der Mitte, um den Mittelpunkt herum, gar keine Kraft. Ich kann versuchen, das dann zu implementieren in einem Pick, dass ich hier herum gar keine Kraft habe. Und hier dann muss es exponentiell gehen. Exponentiell dann, ab hier. Und das ist ziemlich steil, denke ich. Aber in der Mitte hier soll so gut wie gar keine Kraft sein. Es soll aber nicht so sein, dass hier, weil da habe ich ja auch im Endeffekt, ich habe hier eine lineare Steigung, also da steigt die Kraft linear an, dann habe ich ein Vibrieren drin. Und das Vibrieren sollte nicht sein, das muss ich irgendwie wieder ausregeln, dass sich das nicht aufschwingt. Ja, zack. Und das ist halt das Problem. Das muss ich wegkriegen. Weil das hätte ich nämlich hier auch und das muss ich wegkriegen. Und da suche ich einen Logarithmus dazu. Okay, dann wollte ich euch noch was zeigen, um Akkus zu messen. Ich habe hier ein anderes Multimeter, zur Verfügung gestellt bekommen oder geschenkt bekommen von PCE Instruments. Das zeigt zur Spannungen ganz genau an. 4,2076. Hier von der Zelle, die ich ständig extern lade, weil die immer noch so 50 mA Elektrom hat bei 4,20 Volt. Hier 4,129899, ja, 4,1305,
So, okay. Dann die nächste Zelle hier. Braucht etwas, aber 4,125. Ja. Beim Aufladen von dem Akku kann man schön zuschauen, wie die Spannung steigt dabei. Aber das ist trotzdem genau, weil wenn ich das andere Multimeter nehme, nämlich jetzt das hier bei Lidl, das ist genauso genau, zeigt aber zwei Stellen weniger an. Warte. Das heißt genauso genau. Es kann nicht genauso genau sein. 4,2021. Das stimmt auch. Und die dritte, die hatten wir 4,125. Mal schauen, was die anzeigt. 4,12. Ja. Also auch drei Stellen. Ist ja schon einigermaßen genau. Aber das da halt ist noch genauer. Okay.